Der 78. Genfer Automobilsalon stand auch im Jahre 2008 wieder ganz im Zeichen automobiler Weltpremieren. Darunter auch das deutsche Unternehmen Wiesmann, dessen Geschäftsführer Friedhelm Wiesmann wir auf seinem Messestand trafen. In den vergangenen Jahren haben wir jeweils mit einem Kooperationspartner zusammen einen Stand belegt. Leider war es uns nicht möglich, einen eigenen Stand zu bekommen, aufgrund der räumlichen Enge hier in Genf. Und weil alle großen Konzerne natürlich hier vertreten sein wollen, blieb einfach für den kleinen Hersteller zu wenig Platz über. In diesem Jahr ist es uns erstmalig gelungen, einen Stand zu bekommen, 150 Quadratmeter immerhin. Und ich denke, wir sind hier sehr gut positioniert. Wir sind aktuell in 19 verschiedenen Ländern präsent. Wir werden in diesem Jahr noch rechtsgelenkte Fahrzeuge entwickeln, sodass neue Märkte dazukommen können. Weil immerhin sind 40% des Weltmarkts rechtsgelenkt. Das heißt, neben Großbritannien, Japan kommen Märkte dann wie Malaysia und Singapur und Hongkong, Südafrika, Australien, Neuseeland und so weiter dazu. Theoretisch zumindest kommen sie dazu. Wir werden sie nach und nach angehen. Und in einigen Jahren werden wir auch dort überall präsent sein. Wir wollen als Nischenprodukt eben auch die Kunden erreichen, für die die bekannten Marken in diesem Segment in Frage kommen, die aber was anderes haben wollen. Die Firma Wiesmann wird in diesem Jahr 20 Jahre alt sein, im Oktober. Nach 5-jähriger Entwicklungszeit haben wir 1993 den Wiesmann Roadster auf den Markt gebracht, der in diesem Jahr dann 15 Jahre alt sein wird. Natürlich nicht mehr in der Form und im Detail, so wie er vor 15 Jahren war, sondern komplett anders, aber vom Grundkonzept her noch gleich. Wir haben 1993 angefangen mit 4 Autos. Das war natürlich eine ganz kleine Stückzahl, weil die Marke war völlig unbekannt am Markt. Wir mussten auch da Pionierarbeit leisten. Es ist dann hochgegangen, bis heute 250 Fahrzeuge pro Jahr. Das ist schon eine gute Entwicklung für eine Manufaktur. Mittelfristig planen wir eine Größenordnung von ca. 350 Fahrzeugen pro Jahr. Anziehungspunkt auf dem Messestand war eindeutig die Weltpremiere des dritten Modells aus dem Hause Wiesmann, genannt GT MF5. Nach dem Roadster, genannt MF3, und dem geschlossenen GT MF4 bietet der MF5 maximale Sportlichkeit für anspruchsvolle Kunden. Bereits sein Außendesign verrät, was unter der Haube dieses Boliden steckt. Die Basis dieses Fahrzeugs ist der GT, aber das gesamte Karosseriedesign ist komplett verändert worden. Wir haben eine sehr sportive Variante des GTs entwickelt. Die Leistungsdaten sprechen für sich. Wir verwenden den V10-Motor von BMW, den 5-Liter-Motor mit 507 PS. Bei einem Gesamtgewicht von 1380 Kilo, das bedeutet, wir haben 2,7 Kilo pro PS und wir bewegen uns hier in einem Segment, wo man von Spitzensportler reden kann. Ja, und dieses Fahrzeug hat ein eigenes Design, hat Leistungsdaten, 320 km Höchstgeschwindigkeit, 3,9 Sekunden bis 100. Es ist ein absolutes Top-Sportfahrzeug. Handgefertigt in der neuen Wiesmann-Manufaktur in Dülmen. Das ist sicherlich ein Meilenstein in der Entwicklung der Firma Wiesmann, unser neues Gebäude. Das Besondere an diesem Gebäude ist, dass wir einen riesen Gecko gebaut haben, der als Showroom dient. Es handelt sich hierbei um eine gläserne Manufaktur. Das heißt, der Besucher kann über Galerien den gesamten Produktionsprozess verfolgen. Die Manufaktur wird 7 Tage die Woche offen sein, ist für jedermann offen. Wir haben eine Gastronomie dort, wir haben ein Shopsystem dort, eine riesen Ausstellungsfläche, wo wir unsere Produkte präsentieren und natürlich die Produktion für jeden anschaubar. Es lohnt sich mit Sicherheit, dort mal einen Besuch abzustatten. Und wir beschäftigen uns natürlich mit einer eigenen CI. Ja, und dieses haben wir durchgezogen in Frankfurt, wie schon erwähnt, in einem neuen Shop an der Hanauer Landstraße. Das gleiche gilt für die neue Manufaktur. Dort haben wir ein Shop-Konzept entwickelt, was sich auch im gleichen Design präsentieren wird. Und es ist natürlich logisch, dass wir hier auf dem Stand auch diese CI vertreten. Denn zur Marke gehören längst nicht mehr nur die Automobile, sondern weitere Produkte, die in die anspruchsvolle und individuelle Welt der Wiesmann-Kunden passen. Dazu zählt eine eigene Bekleidungskollektion, aber auch Schmuck und Uhren, alle versehen mit dem Gecko, dem Wiesmann-Markenzeichen. Ich denke, auf der einen Seite haben wir eine sehr gute technische Entwicklung. Wir beschäftigen uns wirklich sehr intensiv mit Details an den Fahrzeugen. Wir legen sehr hohen Wert auf Qualität im Detail. Zum anderen, glaube ich, machen wir auch eine gute Arbeit im Marketingbereich und auch im Pressebereich. Das alles fügt sich zusammen zu einem Bild nach außen hin und Wiesmann ist akzeptiert. Hat ein relativ gutes Image aufgebaut, was auch in der Wirtschaftswoche zum Ausdruck kam, dass unter den Luxusmarken in Deutschland Wiesmann mittlerweile an 7. Stelle liegt. Das finde ich sehr erstaunlich nach der kurzen Zeit. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg und es muss eben alles passen. Alles zusammen muss passen, sonst können Sie keinen Erfolg haben. Und dass die Marke Erfolg hat, war in Genf deutlich zu sehen. Faszinierende Automobile von hoher technischer Perfektion, gebaut für Menschen, die von ihrem Automobil mehr erwarten als nur Mobilität und Effizienz.
Immer größer wird der Kreis von zugegebenermaßen wohlhabenden Käufern, die ihren persönlichen Lebensstil mit einem Auto aus dem Hause Fiesmann verwirklicht sehen.